Mega, ich habe geduscht und ich habe einen Kaffee. Ich kann mich auch nicht heilen. Oh, Kettensägenmann. Genau. Wiedersehen. Und wir fahren hier weiter. Hui! Rasante Fahrt! Frag uns mal womit! Nein, wird es nicht. Das kam nur gerade so plötzlich. Interesting. Da! Das ist Mist. Bremse! Hoppala! Leon? Dein Scheiß Ernst? Spring! Hui, so, oh, sogar Zeitlupe. Hey, Luis, hilf mir mal. Ich dachte, er klatscht einfach so flach jetzt auf den Boden auf. Nimm doch nicht mal Sancho. Haben wir es jetzt geschafft? Aber eigentlich passt es ganz gut. Was passt wo ganz gut? Wir nehmen den Lift. Wie wär's, wenn wir erstmal die Schreibmaschine benutzen? Da wäre ich erstmal vollkommen d'accord für. Und wir müssen unseren Koffer noch anpassen. So. Mann. Oh! Heilige Kartenzmann, habe ich mich jetzt erschrocken. Womit habe ich das verdient? Womit hast du das verdient? Mal überlegen. Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Na los. Ist das nervig. Nur, dass wir da wahrscheinlich noch 10.000 Gegner haben. Okay, wir können hier runter. Oder hier. Ich gehe hier runter. Das wäre eh Banane gewesen. Falls irgendwelche Gegner auftauchen, hätte ich ganz gerne meinen Schaf. Alter, ist das ein fetter Bohrer. Das ist tatsächlich ein Bohrer. Oder, naja, mehr oder weniger. Wow! Hey, pass auf! Diese Dinger können sich tarnen. Sogar zwei weniger. Toll. Da haben wir es auch mal mit Stealth-Käfer zu tun. Oh. Wiedersehen. Ich möchte aber erstmal. So. Insektenbau XL. Ach du Scheibenkleister. Zu viele sind bereits
dem nimmer enden wollen Schwärmen Ungeziefer zum Opfer fallen, eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrem riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Auftrag. Alle Eingänge zu Brutstätte zerstören. Gebiet Brutstätte. Spinelma 4. Fortschritt 054. Ja, wenn mir einer sagt, wo genau die sind. Diese Eingänge. Wir werden es, glaube ich, schon finden. Ich hasse Insekten. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Wie wär's mit weniger Reden und mehr Schießen? Hey, ich hab das Köpfchen, du die Muskeln. Einer weniger. Du weißt, was zu tun ist. Dein Einsatz! Was für ein Einsatz? Ich hab grad keinen Einsatz. Lass mich in Ruhe. Dass da oben so ein... Ah, okay. Hab nichts gesagt. Nummer zwei. Oh, ich muss sogar raus. Oh, das hier hätte ich fast übersehen. Wie kann mir das denn passieren? Dann war das hier das mit der Höhle, was ich noch aus dem Alten kannte. Haben sie aber richtig cool umgesetzt. Aber unser Strahlemann, der wird das schon schaffen. Nee, weiß ich gerade nicht. Was möchtest du von mir? Gott, dass man danach mal so blind sein muss. Aber gut, das ist... ist halt realistisch, wenn man so ein bisschen geblendet ist. Wenn hier richtig Munition los. Achso, das Ding haben wir schon kaputt. Hm. So, probieren wir mal. Hier. Ja. Wir können ja mal was Combination machen. Und jetzt können wir auch die Rohstoffe mitnehmen. Okay, was haben wir hier? Ah! Schießt Pulverus Maximus. Ich habe dich aber leicht erkannt. Ha! Hm. Oh, hier haben wir noch mehr Kisten.
Können ja mal alles durchladen. Na, ich warte erst. Ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Na, da ist nichts. Wild Peach Black. Sorry, Louis, was stehst du da? Excusez-moi. Du machst das schon. Nix da, ich werde hier nicht angekotzt. Ich könnte ja mal das da benutzen, dann haben wir wenigstens... Habe ich den Auftrag jetzt... nein, das lebt noch. Jetzt haben wir's. Pfui, pfui, Deibel. Das ist so. Pfui, pfui, Deibel. Ah! Händlerle! Oha, ich hab da was vergessen. Da muss ich nochmal zurück. War doch in dieser Richtung, oder? Ja. Weil den Schatz, den würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil... kann man immer gebrauchen. Dann war hier doch was in dieser düsteren Ecke. Ha. Und ich habe erst noch ganz großkotzig gesagt, da ist nichts. Kann ich dich blenden? Reagiert er nicht drauf, okay. Hätte ja sein können, dass er darauf reagiert, was blendest du mich, Leon? What are you doing? Sancho Pancho. Kennt die Serie, by the way, noch jemand? Die Schießstand ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Ja, ich bin auch sehr, sehr begeistert davon. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Rohstoffe zu finden, ich will aber... mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Goldener Jeton. Automaten auf dem Schiff. Preise. Oh. Nehmen wir mit. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft. Aber ich meine es ernst. Haha, damit machst du nichts falsch. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Egal. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert. Kleinigkeit. Weiterhin viel Glück, Fremder. Angriffskraft mit dem Messer? Na, lass mal erstmal. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Komm, Magazingröße. Für diese Arbeit braucht es... Also ich glaube, die werde ich gleich mal auspacken aus meinem Inventar, weil irgendwie... schon sehen. Brauche ich... benutze ich die nie. Ich habe nur die feinste Angenehmerei. Ja, angenehme Reise, weil... können eh nichts groß damit anfangen. Steine einsetzen. Ich kurz gucken, das gibt dann 11.000. Ah, okay, dann nehmen wir doch lieber die gelben. Die können wir verkaufen. Goldene Plättchen. Gold lässt sich sicher verkaufen. Kann man das nicht irgendwie... kann man das irgendwo einsetzen? Na, wir behalten es erstmal.
So, ich will jetzt nicht saven, ich will einfach nur Aufbewahrung. Verstauen. Weil... Wir brauchen es auf gut Deutsch nicht. So, jetzt verkaufen wir. Willkommen. Yeah. Im Grab bringt dir dein ganzes... Was können wir eigentlich damit anfangen? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir nehmen einfach die goldene Sanduhr und verhökern die. Da, wegen dem L. Oh, die Weinkanne. Und ja, das reicht jetzt mal. Danke. Bitte. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen die Magazingröße. Probier mal, ob's passt. Nach Ladegeschwindigkeit. Hier, wie du es haben wolltest. Ja, ja, jetzt. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Und jetzt speichern wir ab.